Hallo, du Liebe. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute mit dem Thema Lieb und brav sein oder warum du die Kraft der Kriegerin brauchst. Ja, Anlass für diesen Podcast ist ein Erlebnis, das ich vor einigen Tagen hatte. Ja, es kam eine Frau in mein Leben, die meine Hilfe wollte. Und diese Frau war sehr in ihrem Schmerz und in ihrem Drama gefangen. Und ich habe dann sehr schnell gespürt, sie möchte da noch gar nicht raus. Sie hat im Gegenteil mich versucht, da reinzuziehen. Das habe ich geblockt. Ich habe den Anruf dann sehr schnell beendet. Und ja, sie war dann böse auf mich. Sie hat mir dann 4 Sprachnachrichten geschickt, in denen sie mich beschimpft hat. Also hat sie sich noch die Energie genommen, mich zu beschimpfen. Ich habe es mir nicht ganz angehört, ich habe nur ein bisschen reingehört und dann hörte ich den Satz, du bist für mich keine Priesterin, eine Priesterin ist immer lieb und nett. Ja, und genau über dieses Thema möchte ich nämlich jetzt den Podcast mit dir machen, über dieses lieb und nett sein. Ja, erstmal noch, um das abzuschließen, meine Aufgabe als Priesterin ist es, Menschen auf ihren Schmerz aufmerksam zu machen. Denn es gilt ja, diesen uralten Schmerz, das Drama, die Blockaden, die Programmierungen zu lösen, um wieder in die innere Kraft zu kommen, diese innere Kraft wieder ins Fließen zu bringen. Und das ist meine Aufgabe als Priesterin, dich wieder daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Und da bin ich nicht immer lieb und nett. Das ist manchmal einfach nicht da. Manchmal brauchen die Menschen wirklich dieses Schwert der Klarheit und der Wahrheit, die Kraft der Kriegerin. Und letztendlich, wenn es kommt, dass ich dieses Schwert der Klarheit und Wahrheit nutzen muss, dann tue ich das auch aus Liebe. Na, dann tue ich das nicht, um zu verletzen, sondern wirklich aus Liebe. Wenn jemand so stark im Drama, im Schmerz gefangen ist, dann brauchen wir wirklich dieses Obsidian-Schwert, um diesen Schmerz wirklich zu offenbaren und sichtbar zu machen. Na, und da ist manchmal Lieb und Nettigkeit nicht angebracht. Na, in manchen Situationen natürlich schon. Aber was ich damit sagen will, ist, dass Menschen, die dienen, Heiler, Schamanen, Priester, immer aus Liebe handeln. Na? Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Lieb und Nettsein. Das ist nämlich ein ganz tiefes Glaubensmuster, was wir alle erfahren haben. Und zwar schon in unserer Kindheit. Wir haben gelernt, wir müssen lieb und nett sein, damit wir die Liebe im Außen bekommen. Wir müssen lieb, nett, ruhig und brav sein, damit unsere Eltern uns lieben. Wir müssen lieb, brav und nett sein und ruhig sein in der Schule, damit wir gute Noten bekommen. Damit wir da nicht verurteilt werden, dass wir da nicht rausstechen. Ne? Dass wir da nicht zu den Schlechten gehören, denn schlecht gleich keine Liebe. Und so zieht sich das, so hat sich das durch unser ganzes Leben gezogen. Dieses lieb, brav und nett sein, selbst in der Spiritualität. Sollen wir nur noch lieb und nett sein, nur noch positive Gedanken haben und eben immer noch lieb und nett sein. Und das ist eine Riesenmanipulation. Und diese Manipulation, dieser Glaubenssatz hält uns klein. Und dieser Glaubenssatz hält uns davon ab, unser wahres Sein zu entfalten, ganz zu werden. Denn ich spreche ja sehr häufig davon, wir sind nicht nur ein Aspekt. Nein, wir sind nicht nur die Liebe Nette. Ja, manchmal sind wir auch die Liebe Nette, natürlich, aber nicht immer. Wir sind auch die Kriegerin, wir sind die Weise, wir sind die Heilerin, wir sind die Priesterin. Wir haben unterschiedliche Aspekte in uns, die wir in unterschiedlichen Lebenssituationen brauchen. So wie Mutter Erde auch nicht immer lieb und nett ist. Mutter Erde schickt uns manchmal den Regensturm. Warum? Weil wir ihn brauchen, weil wir als Menschheit gereinigt werden dadurch, weil die Erde dadurch gereinigt wird. Und so handelt Mutter Erde auch immer aus Liebe. Auch wenn sie einen Vulkanausbruch schickt, handelt sie aus Liebe, weil sie genau weiß, was die Menschheit gerade braucht. Genauso
haben wir auch diese unterschiedlichen Aspekte in uns, die wir bisher aber unterdrückt haben. Wie gesagt, unter diesem Glaubenssatz, wir müssen immer lieb und nett sein. Und ich möchte da jetzt noch tiefer mit dir reingehen. Dieses Lieb und Nettsein, macht es uns wirklich glücklich? Erfüllt es uns? Dieses uns ständig immer wieder verstecken müssen? Dieses ständig nicht wir selbst sein? Wir haben in unseren Partnerschaften auch oft das Gefühl, ich kenne keine einzige Frau, die nicht wenigstens einmal in ihrem Leben mit ihrem Mann geschlafen hat, obwohl sie es in diesem Moment nicht wollte. Ich kenne keine einzige Frau, die nicht wenigstens einmal in ihrem Leben ihre Bedürfnisse unterdrückt hat, um lieb und nett zu den anderen zu sein, zu ihren Kindern, zu ihren Freunden, zu ihren Eltern. Ich kenne nicht eine einzige Frau, die nicht wenigstens einmal in ihrem Leben über ihre Grenzen gegangen ist, um lieb und nett zu sein. Ja, und jetzt schauen wir doch mal, warum wollen wir immer noch lieb und nett sein? Weil da immer noch diese Angst in uns ist. Wenn wir nicht lieb und nett sind, sind wir nicht gut. Wenn wir nicht lieb und nett sind, bekommen wir keine Liebe. Wenn wir nicht lieb und nett sind, sind die anderen vielleicht enttäuscht und da wären wir wieder genau da. Warum haben wir Angst, dass die anderen enttäuscht von uns sind? Wir haben Angst, dass sie nicht nur enttäuscht von uns sind, sondern dass sie uns dann vielleicht nicht mehr so lieb haben. Das ist immer noch die Angst aus unserer Kindheit. Dieses Gefühl, wir müssen uns verstecken. Und das muss nicht nur aus unserer Kindheit kommen, das kann auch noch aus früheren Leben kommen. Denn es ist ja dieses Verstecken von unserem wahren Sein. Unsere wahre Kraft unterdrücken. Wir passen uns an und sind nicht wir selbst. Wir haben große Angst, wir selbst zu sein. Weil was wird passieren? Vielleicht bin ich zu viel, vielleicht bin ich zu wenig, vielleicht lieben die anderen mich nicht mehr, vielleicht verurteilen die anderen mich dafür. Und das ist, wie gesagt, eine der größten Ängste, die wir haben. Und doch sehnen wir uns alle danach, wieder wir selbst zu sein. Wir sehnen uns nach Erfüllung, wir sehnen uns nach dem Sinn, nach der Bestimmung in unserem Leben. Doch all das können wir nur dann finden, wenn wir wir selbst sind, mit Klarheit wir selbst sind, unsere eigene Wahrheit leben. Und dann, wenn wir unser wahres Sein gefunden haben und leben, dann verändert sich alles völlig. Dann sind wir auch in der Lage, bedingungslos zu lieben. Dann sind wir in der Lage, diese bedingungslose Liebe zu empfangen. Denn diese bedingungslose, diese wahre Liebe, die kommt aus unserem Inneren. Und solange, stell dir mal vor, weißt du, diese Liebe, diese Essenz, die du bist, die ist Liebe. Die ist in dir. Und da drumherum sind all die Kleinheiten in Glaubensmuster, Blockaden, Programme. Und solange diese Essenz von dir zugedeckt ist, ummantelt ist von all diesen Blockaden, von diesem uralten Schmerz, so lange kannst du doch diese Liebe gar nicht voll fließen lassen. Und du kannst die Liebe auch nicht im Außen empfangen, wenn du sie nicht ins Fließen bringst. Und genau deshalb ist das die Lösung für alles, wenn wir wirklich wieder wir selbst sind. Wenn wir aufhören, immer lieb und brav und nett uns anzupassen, egal ob als Mutter, als Frau, als Tochter, als Freundin oder auch als Spirituelle. Ja? Nein, es geht nicht ums Lieb und Nettsein, es geht darum, wieder du selbst zu sein. Und genau dafür brauchen wir die Kraft der Kriegerin. Die Kraft der Kriegerin, dieses Obsidian-Schwert, das zeigt uns mit Klarheit, wer wir wirklich sind. Das zeigt uns die Wahrheit, das durchtrennt die Unwahrheit. Es durchtrennt den uralten Schmerz. Und es hilft uns,
unser authentisches Sein wiederzuentdecken, unsere Essenz von all diesen alten Programmierungen und Blockaden zu lösen, frei zu werden. Ja, und die Kriegerin, die steht für sich selber auf. Die zeigt sich, wie sie ist. Nein, sie schämt sich nicht für ihre Kriegerkraft, sondern sie lebt die. Ja, wir haben Angst vor der Kriegerin, ich weiß. Wir denken, diese Kriegerin könnte verletzen. Doch nein, die Kriegerin handelt immer aus Liebe zu sich selbst und aus Liebe zu anderen. Und weißt du, nur wenn du dich selber liebst, wenn du selber zu dir stehst, kannst du tatsächlich auch andere lieben. Solange du dich selber nicht liebst, wirst du auch an anderen was auszusetzen haben. Deine Kinder sind nicht richtig, dein Mann ist nicht richtig, der ist nicht richtig und jener ist nicht richtig. Du bist immer noch in dieser Beurteilung, in Verurteilung von anderen. Warum? Weil alles beginnt mit dir und du verurteilst dich selber. Und du verurteilst dich selber so lange, bis du wirklich wieder dich selbst lebst. Bis du dich selber wieder voll und ganz entdeckst und dir die Erlaubnis gibst, das zu sein, was du wirklich bist. Und dich nicht mehr hinter diesen Glaubenssätzen zu verstecken, ich muss lieb und nett sein. Ja, ich weiß, es ist ein Teufelskreis, aber es liegt an dir, ihn zu durchbrechen. Und genau dafür kannst du das Schwert der Kriegerin nutzen. Dich zu befreien von all diesen alten Glaubenssätzen, von diesen klein haltenden Programmierungen. Sei wieder du selbst, steh zu dir selbst und wisse, wenn du zu dir stehst, handelst du immer aus Liebe. Aus Liebe zu dir und zu anderen. Die Zeit der Verurteilung kann jetzt vorbei sein. Es ist deine Entscheidung. Erkenne deine unterschiedlichen Aspekte wieder. Lebe diese unterschiedlichen Aspekte. Und hab keine Angst vor der Kriegerin in dir.